Action. Ja, hallo, mein Schatz, wo bist du? Ja, das Frühstück ist schon fertig. Okay, ich freue mich. Kaffee noch? Moment, meine Küche. Manni. Michael, das ist eine Überraschung. Hi, was machst du denn hier? Ich wollte gerade... Ja, was machst du denn jetzt hier? Ich wollte mir die Hände waschen. Einfach, das macht man so. Nein, das ist falsch. Ich bin jetzt dran. Du hast frei heute die Kussszene. Nein, wir haben heute keine Kussszene. Doch, wir haben heute die Kussszene. Du crasht gerade meine Szene hier. Okay. Stopp. Ich glaube, jetzt ist irgendwie der Wurm drin. Ich habe jetzt die Frühstücksszene. Nein, ich habe meine Szene hier im Waschraum. Aber wann ist die Kussszene? Morgen. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir gehen in die Aufnahmeleitung und fragen. Aufnahmeleitung? Ja. Da wirst du sehen, dass ich recht habe. Ja, ich habe recht. Ich habe immer recht. Ich habe kein Video mehr. Frau Schwester Schrupp. Also jetzt stimmt irgendwie gar nichts mehr hier. Aufnahmeleitung, los geht's. Komm. So, jetzt wirst du sehen, dass ich... Um Gottes Willen, Herr Doktor. Pass mal. Die Katrin steht bei mir im Waschraum. Ich habe aber jetzt die Frühstücksszene. Erklär ihr bitte, dass sie sich geirrt hat. Du hast keine Frühstücksszene. Moment. Heute ist Montag. Vormittag. Was ist heute für ein Tag? Erich, wie immer, du hast deine E-Mails nicht gelesen. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Wir haben die Tage getauscht. Mama mia. So, Leute. Darf ich euch vorstellen, das ist der Felix. Der macht sehr viel mit uns Schauspielern. Oh ja. Weil wir alle viele Wünsche haben und er ist der Mann, der das alles zeitlich koordiniert, organisiert, unfassbar 20 Leute miteinander. Ja, nicht nur uns. Genau. Und das würden wir jetzt sehr gerne von dir wissen, Felix. Wie bereitest du dich denn grundsätzlich auf deine Drehwoche vor? Damit wir früh aufstehen und zum Set kommen und wissen, was wir überhaupt machen. Ja, grundsätzlich geht eine Woche für mich natürlich so los, dass ich auch die Drehbücher lese. Nicht nur ihr müsst die Texte lernen, sondern ich auch, weil ich muss ja wissen, was ich da disponiere, was da für Requisiten drin sind, mit wem ich disponieren kann. Und dann geht's los, dann setze ich mich mit meinem Regieassistenten zusammen und erstelle einen Drehplan. Sprich, wer dreht wann und wo, an welchem Motiv. Wann ist der Erich in Deutschland, wann ist er in Österreich? Genau, ich habe einen Haufen Sperrtermine von euch Schauspielern irgendwie. Ich kann euch nicht an jedem Tag einsetzen. Und ganz genau, dann erstellen wir so einen Plan für die ganze Woche und den geben wir dann raus an das ganze Team, an alle Schauspieler. Dann bekommen wir ihn ausgedruckt und sehen ganz deutlich, ich muss jetzt zum Beispiel am Dienstag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr drehe ich in der Scheune mit einer unfassbar schönen Kollegin zum Beispiel und dann wüsste ich das normalerweise. Ja. Nur das Problem ist, die Schauspieler sind manchmal... nicht da oder? Ja, entweder wissen wir das im Vorfeld schon und ihr lasst euch sperren, dann ist es natürlich schön für uns, dann können wir damit planen. Ansonsten gibt es natürlich auch den Fall, dass mal jemand krank wird oder so. Genau, was passiert, wenn jemand krank ist oder wenn das Wetter nicht mitspielt? Zum Beispiel im Außendreh. Genau. Ihr habt ja den Innen- und den Außendreh parallel zu organisieren. Genau, jeden Tag. Und dann fängt es an, ein bisschen stressig zu werden. Weil wenn jemand ausfällt oder das Wetter schlecht wird oder wie auch immer, dann muss man schnell reagieren, dann müssen wir schauen, was können wir anderes drehen? Da müssen wir bei schlechtem Wetter müssen wir natürlich irgendwelche Dekos finden, die wir innen bespielen können. Sprich, da haben wir unsere Mannvilla, unser Motiv hier auf dem Gelände, wo wir auch drinnen drehen können. Die meisten externen Motive sind alle draußen, da wird es dann schon wieder schwierig. Und dann schaut man natürlich, was hat man für Bilder die nächsten Tage, was kann ich mir vorholen? Und da ist dann wieder der nächste Punkt, habe ich überhaupt diese Schauspieler zur Verfügung? Kann ich mit denen überhaupt planen? Also ich wäre jetzt da. Genau. Und das muss man auch dazu sagen, dass man das versteht, der Druck liegt deswegen so hoch, weil wir müssen ja trotzdem eine Folge pro Tag drehen. So, das heißt, wir können nicht sagen, okay, wir haben jetzt schon 12 Bilder gedreht, die 13., 14. Bilder, das machen wir morgen, weil es regnet jetzt. Das ist das Problem, das wir immer haben oder ihr immer habt. Ihr müsst dann schauen, wo ihr die Bilder herkriegt, dass wir immer auf diese 47 Minuten, 50 oder sowas kommt. Und das macht natürlich, und dafür brauchst du ein Hirn, das wirklich, also ihr müsst wahnsinnig viel koordinieren, organisieren, nachfragen, Genehmigungen einholen. Ganz genau. Man versucht immer viel gleichzeitig zu organisieren und zu machen, damit man dann eben flexibel ist, falls irgendwas passiert. Und das machst du ja nicht nur alleine, du hast ja noch einen Kollegen hier sitzen und dann habt ihr auch noch am Set vor Ort auch noch Leute, die euch helfen, mit denen ihr verbunden seid über Walkie-Talkie, die uns dann in die Maske schicken, sagen, ihr habt einen Umzug, ihr müsst jetzt da und dahin, ihr müsst mit dem Fahrrad zum Außendreh gefahren werden.
All das muss ja auch noch mit mixen. Ganz genau, ja, da sind wir auch happy natürlich, dass wir die haben. Also unser Aufnahmeleiterteam besteht unter anderem eben zwischen meinem Kollegen und mir. Der eine bereitet immer die Drehwoche vor, der andere hat die Drehwoche und betreut den Dreh. Mhm. Und dann haben wir natürlich bei jedem Drehstudio und beim Außendreh haben wir jeweils einen Set-Aufnahmeleiter, der am Set steht und die Ansagen macht. Mhm. Und der wiederum hat ein bis zwei Kollegen, Assistenten, die ihm wiederum helfen und dafür sorgen, dass wenn er im Durchfunk irgendwie, ich brauche jetzt halt den Erich und die Katrin am Set, mhm. dass der dann zu euch kommt und sagt, oh, wo ist der Erich schon wieder, ist schon wieder in seiner Garderobe, schläft schon wieder oder irgendwas. Nein, dann muss der natürlich auch zeitig schauen, dass er euch dann, wie gesagt, Bescheid gibt. Ihr seid jetzt gleich in 10 Minuten dran und. Und dann haben wir natürlich noch einen Motivaufnahmeleiter, der uns auch nochmal Arbeit abnimmt, der dann immer jede Woche zu den Motiven fährt, mit den Motivgebern spricht, weil die Zeit hätten wir hier gar nicht. Mhm. Und so sind wir schon ein schönes Team auch und es klappt auch wunderbar, aber ohne wird es auch nicht funktionieren. Das muss man sagen. Also ihr seht, Leute, was man hier organisieren muss, ja. Das funktioniert nur, weil diese Menschen wahnsinnig gut funktionieren. Du, eine Frage noch, ich muss dann am Freitag früher weg, wieder nach Österreich. Könntest du vielleicht... Das Telefon klingelt gerade, ich müsste dann auch wieder an meine Arbeit. Ne? Also, Felix, ihr macht einen wundervollen Job. Ohne euch würden wir wirklich... Ihr seid aber auch alles super. Wenn ich euch hätten, dann würde es ja auch nicht funktionieren. Felix und Markus, der jetzt nicht da ist, das sind unsere beiden Helden hier. Das ist die Aufnahmeleitung. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Mir brummt der Schädel bei so viel Organisation, aber ihr seht, es ist ein Riesenteam, das dahinter steht, dass jeden Tag diese Sendung im Fernsehen läuft. Also, tschüss. Ciao.